So, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Tomb Raider. Und ja, nehmen wir jetzt die Folgen vom oder für den Moment, da muss ich nochmal kurz im Kalender in meinem Kalender hier gucken. Ich nehme auf für den 26. den Samstag bis. Freitag den 1. Scheiße, ist das viel. Na, dann wird das eine schön lange Aufnahme. So, wir sind letztes Mal hier irgendwo stehen geblieben. Wieso läuft denn Lara die ganze Zeit? Moment, diesmal. Hallo? Wieso läuft die denn? Gut. Moment, mach mal kurz mein. Gamepad ran. Okay, das ist es nicht. Warum läuft die denn die ganze Zeit? Hä? Ich hab kein Gamepad dran. Das war doch vorher nicht so, oder? Maus und Tastatur, Gamepad. Aus, Empfindlichkeit. Halten, G-Modus, Umschalt. So läuft sie denn? Was soll das? Unvorhergesehenes Problem. Das ist ja jetzt scheiße. Kleinen Moment. So. Geil, jetzt geht die Maus auch nicht. Du willst mich doch verarschen, was soll das? Jetzt geht die behämmerte Maus auch nicht. Was ist denn los auf einmal? Das hat doch eben alles funktioniert. Huch! Da ist sie. Und sie läuft immer noch. Ist die D-Taste irgendwie eingeklickt? Naja, okay. Ich probiere mal einfach mal. So, jetzt noch zu spielen. Läuft sie. Sie läuft auch nach rechts. Also da. Da muss ich mal nach der Aufnahme gucken, was hier das Problem sein könnte. Das ist ja jetzt scheiße. Wieso läuft die denn die ganze Zeit? Hallo? Ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viele Fails dadurch. Die läuft so ganz leicht auch nach rechts. Ach nee, was mache ich denn da? Ach man. Sie läuft nicht geradeaus, sie läuft immer mit so einem leichten Rechtsstich. Was ist denn mit der verkackten Steuerung nur los? Also da muss ich nochmal gleich gucken. Ja, nach links, Lara, und dann da hoch. So. Bergungsgut und die Pfeile. Ach, sind voll. Pass auf.
oben ist bestimmt etwas. Können wir mal gucken, kostet ja nichts. Seilbrücken. Renderer. Raus. Ah. Jetzt läuft sie auch. Automatisch. Also irgendwie stimmt da was nicht. Ja, lass los. Ja, nicht lassen. Das regt mich gerade innerlich ein bisschen auf. So, da können wir auch gleich rein. Ich gehe aber nochmal da hoch. Das ich hoffe, ihr hört irgendwie so eine Art Bohren hier nicht. Denn wir haben nämlich im Moment Handwerker im Haus und ich habe gesagt, die sollen bitte leise sein, weil es ist wirklich wichtig. Die sind auf Ausrede getrimmt, aber mal schauen. Vielleicht halten die sich. Rutsch, 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 rutsch und gestanden. So. Oh. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich hab sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wiederhaben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Sie läuft schon wieder. Das gibt's doch nicht. Dann tut's mir leid, dann tue ich mal die Folge jetzt mal beenden, auch nur 7 Minuten. Morgen dann Folge 15 halt. Ich gehe und guck mal gleich da, was das da ist. Jetzt läuft's halt nicht, weil ich gegen den Zaun da laufe. Wenn ich halt jetzt wieder... Das ist nicht normal, irgendwas stimmt da nicht. Nun gut, ich guck mal, ob ich das Problem beheben kann, ne? Also bis morgen. Tschüss. Tja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ich habe das Problem irgendwie nicht hingerichtet zu beheben, also ich muss mal versuchen, trotzdem so irgendwie zu spielen. Das ist scheiße, ich weiß nicht. Bitte ist sauber. Oben kriegst du hier niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich habe die Maus komplett vom Rechner, ich habe alles abgeklemmt. Du suchst diese Ruine. Irgendwie... Hilfe, schnell! Das ist doch scheiße. Warum läuft sie denn? Willst du mich verarschen? Der hat einen Headshot gekriegt und stirbt nicht. Das ist scheiße, jetzt muss ich die ganze Zeit auf die... Alter! Die A-Taste drücken, damit ich einigermaßen in Position bleibe. Zwei Teile gefunden, jawohl. Ist da jemand? Ross? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Jetzt kann ich die Maus ganz normal benutzen. Ey, das ist doch Mobbing. Was zum Teufel machen die hier? Ist das ein Spielfehler? Ey, das regt mich gerade so auf. So. Standard. Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Clara bei dir?
dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Ich muss ich mal spät. Haben wir irgendwo eine Feuerstelle? Da ist das Signal. So, da kommen wir noch. Halt! Oben. So, los, Leute. Oben. Schon. Ich bin gerade bei Facebook angemeldet. Ich hoffe, ja, warte, bis ich keine. Auf Hilfe! Verdammt! Verdammt! Mist. Das ist extrem scheiße bei Kämpfen. Das ist. Machen. Ich schaffe es aber zeitlich nicht, aber ich kann schon mal ankündigen, nach Tomb Raider wird, nein, das habe ich noch nicht. Alle Fälle ist, ich finde das Spiel extrem geil, was da kommen soll. Alle des Aufstiegs, nationales Grab. Ah, Lager, super. Können wir mal gleich. Ja. Fähigkeitspunkt, was nehmen wir denn? So, da haben wir nichts mehr. Da.
neue Fähigkeitsrunde freigeschaltet. Laura ist nun abgehärtet und kann ihre fette Axt im Kampf einsetzen, mit der von den Feinden in diese mit der Axt zu aktivieren. Aktivieren Sie Feinde mehrmals. Achso, aktivieren Sie Feinde mehrmals. Ja, ja. Mal schauen. Passt schon. So. Das da, den. Upgrade. Nein! Ah, Dreck! Mist! Nochmal. So, hallo nochmal und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klick auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook. Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich, nicht verwechseln, ne? Also dann, wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.